Hallo, hier ist der Juiced. Dies ist meine VA für den Inkognito. Der hat ein Giveaway gestartet. Und ja, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube nicht, dass er einen Grund angegeben hat. Wirklich, also zumindest habe ich da jetzt nichts. Ich denke mal, da er da zu dem Zeitpunkt über 100 Abonnenten hatte. Jetzt, heute, hast du 210 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich, das ging gut. Das ging gut, schnell hoch. Zack, 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 in letzter Zeit. Ich wünsche es dir. Deine Videos, deine Art. Ja, also ich könnte einfach sagen, ich mag das. Ich höre dir gerne zu, du hast eine coole Stimme. Du präsentierst gut. Alles super. Also ich mag deine Videos definitiv. Und von daher wünsche ich dir wirklich noch sehr viele Abos. Wirklich. Also, ja. Du bist jetzt auch mit Toots for Gents da. So zusammen. Ja. Alles perfekt. Da sieht man auch, sieht man viele neue Sachen. Ist cool. Ne, doch wirklich. Zeig. So. Ja. Dein Giveaway. Wir sind steinreich. Deine Vorstellung oder unsere Vorstellung. Wir sind steinreich, können unser EDC ja, nach Belieben jetzt austauschen. Wir haben jetzt Kohle, gehen im Geschäft und kaufen uns das. Gut. Vier Sachen. Taschenmesser, Uhr, Kugelschreiber, Taschenlampe. Zumindest hast du uns die so vorgegeben. Man kann da auch ein bisschen variieren, hast du gesagt. Kein Problem. Ich habe diese vier genommen. Das ist mein Kugelschreiber. Ja, unter Kugelschreiber im EDC-Bereich verstehe ich halt sowas. Einen taktischen. Ja, ist ungefähr 10 Euro. Ist okay. Zack. Aber wenn ich natürlich viel Geld hätte, würde ich mir den holen. Und dann natürlich aus Titan. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir den normalen jetzt irgendwann mal hole, aus Alu. Aber wenn ich die Kohle hätte, denke ich mal, dass ich mir davon bestimmt zwei Stück holen würde. Nee, das wäre doch. Ja, da muss es auch gar nichts, gar kein anderer sein. Den würde ich mir holen. So. Taschenlampe. Meine Taschenlampe. Absolut zufrieden. Wenn ich jetzt natürlich die Kohle hätte, würde ich eigentlich nichts ändern. Ja, ich würde mir eventuell die A1S holen. Die neue davon. Ich bin nicht so wirklich ein Mega-Fan von Taschenlampen. Also ich, ja. Also ich bin jetzt nicht so verrückt danach. Sagen wir es mal so. Also hier wäre es wirklich nur die eine Stufe besser. Die A1S. Jetzt aber eine Frage an euch. Die mache ich hier an. Und schalte hier dann durch die Modis. Ich habe hier eine ganz günstige für einen 10er auf dem Trödelmarkt. Die mache ich hier an. Und hier aus. So. Meine Frage an euch, gibt es ungefähr diese Art von Taschenlampe? Mir wäre sogar lieber ein bisschen kleiner noch, anstatt größer, die man so wie diese hier betätigt. Also hier, an, aus. Am besten, oder was heißt am besten, sollte eine Memory-Funktion haben. Weil das hier ist für mich immer so ein bisschen umständlich. So wäre am coolsten, an, aus, an, aus. Nur kurze Frage, jetzt habe ich euch ja gerade mal hier alle vor dem Bild. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil wie gesagt, wenn ich mich nicht auskenne mit solchen Taschenlampen, ich weiß gar nicht, wonach ich suchen muss. Also diese Art von Taschenlampe, hier an, aus, von mir aus auch hier Regeln und Memory-Funktion. Das wäre furchtbar nett, wenn mir da irgendeiner was reinschreibt.
Ist auch erstmal egal, wie teuer. Ich kann sie mir erstmal angucken. So, Uhren. Ich leg mal kurz meine Öhrchen hier hin. Zack. 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 Und oh, richtig rum. So, zack. Da, wie wegen dem hier. Ja, so ein Army-Band. Kann man da durchziehen. Kann ich immer eine andere anziehen. Aber ich bin auch nicht so der, der immer eine Uhr anzieht. Dennoch, wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir definitiv, aber sowas von definitiv, diese holen. Navitime von Breitling. Diese Uhr habe ich schon, ich weiß nicht wie lange auf dem Schirm. Ja, ich werde sie mir niemals holen, das ist klar. Die liegt irgendwo so bei 7.000 Euro. Ja. Also ich denke mal, ich muss mal einmal kurz, ich will ja nicht alles verraten, sofort. Also ich denke mal, geil sieht sie aus. Die ist auch schön groß. Also das wäre so die Uhr, da würde ich mir wahrscheinlich auch wieder mehrere von holen. Damit ich meine auch wechseln könnte. So, ich habe nämlich noch. Zack. Hier haben wir so einmal mit einem Lederbändchen. Wenn mein Fokus mitspielen würde. Zack. Also diese Uhr. Ja. Wenn ich mir die kaufen würde, dann würde ich erstmal danach erstmal nach anderen gucken. Sagen wir es mal so. Das wäre, glaube ich, das Erste. So, jetzt kommen wir zu wahrscheinlich dem wichtigsten. EDC Taschenmesser. Zack, zack, zack. Zack. Ja, ich bin mit meinen Messern absolut zufrieden. Aber natürlich, wenn man schon mal die Chance hätte, ja, warum nicht mal sowas? Ich denke mal, dass ich mir die komplette Palette bestellen würde. Ich habe das Chebkov Dukan irgendwann mal bei einem Video von Tools for Gents gesehen und war ja eigentlich sofort hin und weg. Ich glaube, ich würde mir die alle bestellen. Wahrscheinlich alle, die sie da haben. Und da würde ich auch trotz, dass es nicht 42A ist, würde ich das mitnehmen. Darum ja auch mehrere, falls man mir mal eins mit abnimmt. Also das wäre so, das wäre das erste Messer, wenn ich richtig Kohle hätte, was ich mir dann holen würde. Ja. Cherbukov Dukan. Das sieht, irgendwie sieht das mal anders aus wie andere Messer. Ist richtig geil. Ja, danach würden natürlich noch viele andere Messer folgen. Aber das wäre so das Hauptmesser. Ja, Inkognito, das war's von mir. Das war meine VA. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Mach weiter so wie bisher. Ja. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Und ich würde sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.